Hallo liebe Zuseher und Zuhörer, mein Name ist Thomas Job, ich bin der Flugexperte von der Webseite fluggesellschaft.de. Ihr seid dabei, nämlich bei der Folge 6 meiner Luftfahrtneuigkeiten, die ich regelmäßig veröffentliche. Und heute ist Freitag, der 24.06.2016. Ich habe wie immer für euch einiges vorbereitet. Es gibt drei Oberthemen. Das erste sind auch wie beim letzten Mal die neuen Flugrouten. Diesmal habe ich ein paar Sommerziele dabei. Das ist also für die Badetouristen unter euch interessant, die von dem Wetter bisher so ein bisschen enttäuscht waren, obwohl es heute ja sehr heiß auch hier in Berlin noch ist. Dann habe ich aktuelle Preisaktionen. Die haben einen Buchungszeitraum bis nächste Woche Mittwoch und auch bis zum 4.7., also noch ein paar Tage Zeit. Und da sind wirklich tolle Flugstrecken dabei. Was haben wir noch? Ich habe heute mal was ganz anderes, nämlich drei exotische Airlines, die ich gefunden habe und die möchte ich euch vorstellen. Ja, gehen wir direkt los. Ihr wisst ja, ich speichere meine Nachrichten ab unter dem Twitter-Account Flugexperte und hier habe ich was vom MDR Thüringen aufgeschnappt. Die haben nämlich veröffentlicht, dass die Germania nun vom Flughafen Erfurt-Weimar nach Korfu fliegt. Das ist ja in Griechenland im Nordwesten des Landes, so nicht so südlich wie Kreta, also eine etwas grünere Insel und da geht's jeden Dienstag hin und zurück. Dann haben wir auch schon wieder die Condor, die hatten wir letztes Mal ja schon so viel dabei. Auch diesmal Condor-Neuigkeiten für den Sommer 2017. Das ist für die Frühbucher unter euch eine interessante Neuigkeit, denn es gibt neue Flugziele nach Malta. Das ist eine Mittelmeerinsel, ihr kennt das, südlich von Italien. Dann ist Porto Santo dabei, da habe ich mir einen Schreibfehler erlaubt, das bitte ich hier zur Entschuldigung. Porto Santo ist die Nachbarinsel von Madeira. Madeira ist im Atlantik, kennt man nicht so viele schöne Strände, aber Porto Santo ist der Strand dieses Inselarchipels und da geht's mit der Condor hin. Vor Ort kann man übrigens Leistungen von Olimar buchen, die sind ja Portugal-Experte. Insel gehört mit zu Portugal. Dann geht es noch nach Griechenland, nämlich nach Samos. Das ist ja ein bekanntes Badeziel. Und was nicht so bekannt ist, das ist Volos. Das ist also auch mehr Festland Griechenland und circa 300 Kilometer nördlich von Athen. Ja, dann haben wir hier noch die Vietnam Airlines. Die sind sowieso schon häufig von Deutschland nach Asien unterwegs. Aber jetzt auch noch zusätzlich am Samstag geht es hin und zurück. Am Freitag und der deutsche Flughafen ist Frankfurt am Main International. Jo. Jetzt kommen wir auch schon zu unseren Preisaktionen, die wir herausgefunden haben. Und da hätten wir schon wieder die TUI Fly, auch beim letzten Mal noch. Aber diese Preisaktion, die geht etwas länger. Die ist jetzt bis zum Mittwoch, den 29.06. buchbar. Und das gilt jetzt auch für Ferientermine. Also ab 1.07. geht es da schon los. Und sogar zieht sich das hier bis Ende April 2017. Und da sind die Kanaren dabei. Las Palmas Gran Canaria, Teneriffa Süd und Fuerteventura hätten wir hier im Programm. Und natürlich auch die Kapverden, auch ein etwas exotischeres Reiseziel. Schaut mal rein, mit TUI Fly hatte ich ja am Mittwoch noch ein bisschen Stress, muss ich ja zugeben. Da gab es nämlich von der Marketingagentur den Hinweis, die 29,99 € Flüge sind veröffentlicht und jetzt buchbar. Dann habe ich das hier bei Twitter bei mir vorbereitet, aber von 29 € Flügen war nichts zu sehen. Und erst im Laufe des Tages kamen die Flüge dann rein. Da habe ich dann sofort bei Facebook und Twitter eine Nachricht abgesetzt, deswegen lohnt es sich, hier häufiger meinen Twitter-Account zu besuchen, den ich ja auch auf meiner Webseite Fluggesellschaft integriert habe, nämlich oben rechts in der Rubrik News. Da sind die jüngsten drei Tweets immer dabei. Das war die TUI Fly und wir haben noch die Aer Lingus, die irische Fluggesellschaft. Die ist nach Nordamerika unterwegs, wie immer über Dublin. Und die fliegen neu nach Hartford, Connecticut und nach Los Angeles. Das wäre dann zu einem Tarif von 229 € oder 319 zu haben. Hier seht ihr unten nochmal den Reise- und Buchungszeitraum. Also bis zum 4. Juli müsst ihr buchen und vom 1. September bis 31. Oktober könnt ihr fliegen.
Achtet darauf, dass diese Flugpreise immer One-Way, also eine Richtung ist. Dann möchte ich euch drei interessante Fluggesellschaften vorstellen. Habt ihr schon mal was von Acersa Airlines gehört? Ich nicht, beziehungsweise ich habe es vielleicht gehört, aber nicht weiter registriert. Die fliegen von Venezuela nach Aruba. Das ist ja eine der ABC-Inseln, ne? Aruba, Bonaire und Curaçao, ABC. Und ja, da könnt ihr Venezuela mit Aruba kombinieren. Vielleicht was für euch. Dann habe ich hier noch gefunden die Laser Airlines, die ist eben auch in Venezuela unterwegs. Schaut mal rein, was die anzubieten haben. Und dann noch was ganz Interessantes, nämlich ein Ultra-Billigflieger, so nennen die sich. New Leaf ist hier in Kanada unterwegs. Da habe ich dann auch die Webseite mal aufgeklickt von dem Aero-Magazin, von dem die Information ursprünglich stammt. Und hier kann man das sehen, dass die ab dem 25. Juli 2016 unterwegs sind. Und das sind hier die Reiseziele, die die im Fokus haben. Das wären Halifax, Moncton, noch nie gehört, Hamilton, Winnipeg hat man schon mal gehört und so weiter. Edmonton kennt man sicherlich auch. Also innerhalb Kanadas mit einem Ultra-Billigflieger. Schaut mal rein. Ja. Hier habe ich nochmal meinen Kanal aufgeführt. Das wäre jetzt eine Info für die Quereinsteiger, die jetzt auf irgendeine News quer eingestiegen sind und sich fragen, was bringt das hier? Das sind Neuigkeiten aus der Airline-Branche, die ich sammle. Ich bin Betreiber der Webseite fluggesellschaft.de und wenn ihr sagt, das ist jetzt veraltet, ich bin viel zu spät, Wochen später schaue ich mir das an, dann spult einfach vor oder schaut euch im YouTube-Kanal von mir um. Es gibt bestimmt eine etwas neuere Version und dann sind auch passende Angebote für euch dabei. Ich bedanke mich erstmal und freue mich jetzt schon auf die Folge 7 und vielleicht habe ich die ein oder andere Überraschung nächste Woche noch. Ich will aber noch nichts verraten. Okay, also bis dann. Tschüss.